In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du mithilfe der Ableitung einer Funktion, also f', rausbekommen kannst, in welchen Bereichen sie monoton wachsend bzw. monoton fallend ist. Dabei bedeutet streng monoton wachsend, dass die Funktionswerte mit größerem x-Wert auch größer werden, so wie du es links siehst. Und streng monoton fallend bedeutet eben genau das Gegenteil. Die Funktionswerte werden immer kleiner oder auch negativer, je weiter du mit x nach rechts gehst, also je größer x wird. Wie kann man das jetzt mit Hilfe der Ableitung rausbekommen? Dafür überlegen wir uns mal, was denn passiert, wenn die Ableitung positiv ist. Wir erinnern uns zurück, was misst die Ableitung von der Funktion f? Na, die misst die Steigung des Graphen an dieser Stelle. Wenn die Steigung des Graphen an dieser Stelle aber positiv ist, das heißt, wir haben eine positive Steigung, dann merkst du sofort, okay, das muss irgendwie streng monoton wachsend sein. Und tatsächlich, wenn man eine Ableitung hat, die die ganze Zeit positiv ist und f auf einem Intervall definiert ist, dann ist f streng monoton wachsend. So wie du es auch hier siehst. Du siehst, die Steigung an jeder Stelle ist eben positiv. Was passiert jetzt aber, wenn f' negativ ist? Naja, dann habe ich eine negative Steigung, also geht es die ganze Zeit runter. Dann bin ich in dem Fall, f ist streng monoton fallend. So an sich, das Prinzip ist relativ einfach. Jetzt ist es aber nicht so, dass die Funktion immer nur streng monoton wachsend ist und nur streng monoton fallend. Es gibt ja auch welche, die mal streng monoton wachsend sind und in einem anderen Bereich dann wieder streng monoton fallend. Wie kriegt man das jetzt raus? Das machen wir direkt an einem Beispiel. Wir schauen uns die Funktion f von x gleich 1 Drittel x hoch 3 minus x plus 1 an. Und bei solchen Fragen ist es immer wichtig, welche x-Werte zugelassen sind. Und in dem Fall sind jetzt alle reellen Zahlen zugelassen. Also ich darf in x einfach alles einsetzen, was ich aus der Schule so kenne. Jetzt wollen wir ja wissen, okay, in welchen Bereichen ist die Ableitung positiv bzw. negativ. Also sollten wir erstmal die Ableitung ausrechnen. Da gehe ich davon aus, dass du das kannst. In dem Fall wäre f' eben x² minus 1. Falls du da noch Probleme hast, habe ich dir oben ein Video verlinkt, in dem ich dir nochmal erkläre, wie man das genau ausrechnet. Zurück zur Frage, wann ist f' positiv und wann ist es negativ? Um die Frage zu beantworten, lohnt es sich einmal genau das Gegenteil sich anzuschauen, nämlich wann ist f' weder positiv noch negativ? Also genau 0, das ist die einzige Zahl, die weder positiv noch negativ ist. Das heißt, wir lösen jetzt die Gleichung f' von x gleich 0. Das heißt, wir landen in dem Fall jetzt bei der Gleichung x² minus 1 gleich 0. Die kann man relativ einfach lösen. Stellen um zu x² gleich 1. Und jetzt muss man aufpassen, die erste Lösung kriegen die meisten immer noch raus, x1 gleich 1. Aber die zweite Lösung vergessen die meisten, nämlich x2 gleich minus 1. Das ist jetzt aber hier ganz wichtig, dass du wirklich alle Nullstellen der Ableitung gefunden hast, also alle Lösungen dieser Gleichung. Weil jetzt können wir uns ein Bild machen. Dazu malen wir uns die x-Achse auf und markieren die Stellen, an denen die Ableitung 0 sein muss, also minus 1 und 1. Und die Stellen, an denen die Ableitung 0 ist, die teilen unseren Definitionsbereich, in dem Fall jetzt ganz R, also die ganze Linie, in drei Bereiche auf, in diesem Fall jetzt. Einmal der Bereich minus unendlich bis minus 1, dann der Bereich hier dazwischen minus 1 und bis 1 und einmal von 1 bis unendlich. Und jetzt ist ganz entscheidend, dass wir wissen, das hier sind alle Lösungen von der Gleichung. Das heißt, das sind die einzigen Stellen, an denen die Ableitung 0 ist. An allen anderen Stellen, also hier, hier in der Mitte und da, muss die Ableitung entweder positiv oder negativ sein. Und wir wissen, in jedem der Bereiche kann es nur 1 sein. Also es kann nicht sein, dass es hier positiv ist und dann negativ. Ja, weil dann müsste die Ableitung ja sozusagen springen. Das können Schulfunktionen nicht. Die können nicht von positiv nach negativ springen, solange der Definitionsbereich ein Intervall ist, ja, oder ein Polynom gegeben ist als Funktion. Das heißt, hier gibt es nur eine Option. Entweder f' ist auf diesem Bereich die ganze Zeit positiv oder die ganze Zeit negativ. Und wie finden wir jetzt raus, was da der Fall ist? Naja, wir probieren einen Wert aus, der in diesem Intervall liegt. Zum Beispiel minus 2. Minus 2 ist vor minus 1 und nach minus unendlich. Und wenn wir jetzt minus 2 in unsere Ableitung mal einsetzen, dann sehen wir, da kommt 3 raus. Ja? Minus 2 im Quadrat sind 4, 4 minus 1 sind 3 und 3 ist offensichtlich positiv. Und jetzt wissen wir,
f' muss in diesem ganzen Bereich hier positiv sein, weil f' kann hier das Vorzeichen nicht mehr wechseln. Dafür müsste es ja durch 0 gehen, aber hier gibt es keine Nullstelle. Bedeutet, hier auf diesem Bereich ist f streng monoton wachsend. Ja? Also jetzt wieder die ursprüngliche Funktion f, nicht f'. Ja? Also positive Ableitung bedeutet, hier in diesem Bereich muss f streng monoton wachsend sein. Schauen wir uns den nächsten Bereich an. Auch hier zwischen diesen beiden Nullstellen wechselt f' nicht nochmal das Vorzeichen. Also muss hier f' die ganze Zeit das gleiche Vorzeichen haben. Und welches f' da hat, können wir ganz einfach ausrechnen, indem wir irgendeinen Punkt zwischen minus 1 und 1 nehmen, zum Beispiel 0. Heißt, wir rechnen f' von 0 aus. Und das ist ganz einfach, da kommt minus 1 raus. Das heißt, das ist negativ, sehen wir. Also muss hier in diesem Bereich die Funktion f streng monoton fallend sein. Negative Steigung bedeutet f streng monoton fallend in diesem ganzen Bereich hier. Und last but not least noch der Bereich von 1 bis unendlich. Da schnappen wir uns jetzt zum Beispiel die 2. F' von 2 wäre 3, ist auch positiv. Und da sehen wir, okay, also hier muss f auch streng monoton wachsend sein. Und mit dieser Hilfe kannst du dir jetzt den Graph von der Funktion f schon etwas vorstellen, ohne dass du den Graph je gesehen hast. Also stell dir mal vor, wie muss diese Funktion ungefähr aussehen, wenn sie erst streng monoton wachsend bis zu minus 1 ist, dann streng monoton fallend bis zu 1 und dann wieder streng monoton wachsend bis unendlich. Dann solltest du ungefähr folgendes Bild im Kopf haben. Ja, hier streng monoton wachsend, dann fällt sie wieder. Und dann wächst sie wieder, genau zwischen minus 1 und 1. So kann man sich die Funktion vorstellen. Natürlich nicht genau mit den Werten jetzt, mit den Funktionswerten, die hätte man dafür ausrechnen müssen. Aber den groben Verlauf kann man da schon durchaus sehen. Und wenn wir es vergleichen mit dem Graph von f', da sehen wir, hier ist f' positiv in diesem Bereich bis minus 1, weil hier war ja die Nullstelle, entspricht genau diesem Bereich, wo f selber streng monoton wachsend ist. Und dann haben wir in dem Bereich von minus 1 bis 1 negative Funktionswerte bei f', bedeutet die Funktion f ist streng monoton fallend. Und dann haben wir hier wieder positive Werte für f', bedeutet f ist hier wieder streng monoton wachsend. So kann man eine Funktion auf ihre Monotoniebereiche untersuchen. Und jetzt gibt es noch zwei kleine Fallen, auf die man aufpassen muss. Und dafür schauen wir uns zwei Beispiele an, in denen dass klar wird, was da das Problem ist. Wir fangen an mit einer sehr einfachen Funktion, nämlich f von x ist gleich 1 Drittel x hoch 3. Wieder sind alle x-Werte zugelassen, also alle reellen Zahlen dürfen wir für x einsetzen. Jetzt machen wir das gleiche Schema wie gerade eben. Wir rechnen die Ableitung aus, das wäre x², lösen die Gleichung f' von x gleich 0. Die ist in dem Fall sehr einfach, nämlich x² ist 0. Und die Lösung von dieser Gleichung ist jetzt x gleich 0. Ja, die einzige Zahl, die im Quadrat 0 ergibt, ist 0 selber. Wenn wir jetzt wieder hergehen und unsere Linie zeichnen und unsere Nullstellen markieren, in dem Fall jetzt hier die 0, dann haben wir jetzt zwei Bereiche, die wir untersuchen müssen. Einmal von minus unendlich bis 0 und einmal von 0 bis unendlich. Und jetzt fangen wir bei dem linken Bereich wieder an, schauen, ist da die Ableitung positiv oder negativ. Wir wissen ja, sie kann in diesem Bereich ihr Vorzeichen nicht mehr wechseln, weil dafür bräuchte sie eine Nullstelle. Also rechnen wir aus f' von minus 1 zum Beispiel, weil das links neben der 0 liegt. Und wenn wir das einsetzen, minus 1 im Quadrat, gibt das 1. Das ist größer 0. Also muss f streng monoton wachsend sein. Der erste Fehler, den man jetzt hier machen könnte, ist, wenn es da streng monoton wachsend ist, dann muss es auf der anderen Seite ja streng monoton fallend sein. Überprüfen wir mal, was kommt denn raus, wenn ich hier zum Beispiel 1 einsetze, also auf dem rechten Streifen jetzt schaue, welches Vorzeichen f' da hat. Na, 1 Quadrat ist auch 1, ist also auch größer 0, heißt auch in diesem Bereich ist f streng monoton wachsend. Also es muss nicht immer ein Vorzeichenwechsel da sein, wenn ich eine Nullstelle habe bei f', das heißt, da kann auch was anderes passieren. Ja, und wie sieht die Funktion jetzt hier in dem Fall aus? Naja, die würde folgendermaßen aussehen. Die wächst streng monoton bis zu 0 und wächst dann weiter streng monoton. Ja? Und
Das liegt einfach daran, dass die Nullstelle von F' hier keinen Vorzeichenwechsel hat, sondern da berührt sozusagen F' nur ganz kurz die x-Achse und wird dann wieder positiv, ja? So wie halt x² verläuft. Das heißt, wir haben die ganze Zeit eine positive Steigung, außer bei der 0. Da haben wir halt kurz die Steigung 0, deshalb sieht man auch hier die flache Tangente. Aber das führt jetzt nicht dazu, dass wir zwischendrin die ganze Zeit auf der 0 stehen bleiben, sondern wir sehen hier, das ist die ganze Zeit streng monoton wachsend. Ja, hier habe ich negative Werte, dann bin ich kurz bei der 0 und dann habe ich wieder positive Werte. Das heißt, diese Funktion ist sogar auf ganz R streng monoton wachsend. Ja, also diese Funktion auf ganz R streng monoton wachsend. Das heißt, wenn wir so eine Nullstelle haben, die zwei Bereiche trennt, in denen beides mal die Ableitung das gleiche Vorzeichen hat, dann kann man diese Bereiche sozusagen zusammenfassen. Das ist aber wichtig, das funktioniert nur, wenn das wirklich eine Nullstelle war. Wenn das dagegen eine Definitionslücke ist, dann sieht die Sache ganz anders aus. Das schauen wir uns jetzt noch zum Abschluss an. Und dafür schauen wir uns die Funktion f von x gleich 1 durch x an. Und die hat jetzt ein Problem, wir dürfen nämlich nicht mehr alle Zahlen einsetzen, die wir wollen, weil wir dürfen ja nicht durch 0 teilen. Das heißt, für x sind alle reellen Zahlen erlaubt, außer die 0. Das schreibt man so aus. Ja? Alle Zahlen in R, alle reellen Zahlen, nur nicht das, was jetzt hier in der Klammer steht, eben die 0. Die ist verboten. Jetzt müssen wir unser Schema wie vorher auch anwenden. Das heißt, wir leiten f ab. Wie das genau bei solchen Funktionen geht, wenn das nochmal Schwierigkeiten bereitet, auch dazu ist oben ein Video verlinkt. Da kriegen wir minus 1 durch x² raus. Wenn wir jetzt die Gleichung f' von x gleich 0 lösen wollen, dann landen wir bei minus 1 durch x² ist gleich 0. Und hier sieht man jetzt, das ist sehr einfach, weil das hat keine Lösung. Ich kann keine Zahl finden, die, wenn ich 1 durch sie teile, ich auf 0 komme. Also 1 geteilt durch irgendwas ist immer nicht 0. Das heißt, das hier hat gar keine Lösung. Das heißt, wir müssen uns über Nullstellen von f' gar keine Gedanken machen. Trotzdem müssen wir jetzt unsere x-Achse wieder in zwei Bereiche teilen. Das liegt aber diesmal nicht daran, dass wir eine Nullstelle gefunden haben, sondern daran, dass wir eine Definitionslücke haben. Also wir müssen jetzt anschauen, wir haben bei 0 keinen Funktionswert. Also hier gibt es keinen Funktionswert und das trennt den Definitionsbereich auf andere Art und Weise in zwei Bereiche. Jetzt in dem Fall hier von minus unendlich bis 0 und von 0 bis unendlich. Und jetzt schauen wir wieder hier, welches Vorzeichen hat denn f' in diesen Bereichen, indem wir wieder testweise einen Wert einsetzen. Wenn wir minus 1 einsetzen, dann sehen wir, da kommt minus 1 raus, weil minus 1 im Quadrat ist plus 1, da steht aber noch das Minus hier am Anfang davor, deshalb kommt da minus 1 raus. Also ist das kleiner 0 und wir sehen, f muss in diesem Bereich streng monoton fallen sein. Im anderen Bereich setzen wir zum Beispiel 1 ein. 1 durch 1 Quadrat sind 1, das Minus bleibt auch. Wir landen bei minus 1, also wieder kleiner 0. Auch hier muss f streng monoton fallend sein. Und jetzt könnte man ja versucht sein, so wie vorher zu sagen, ah, dann muss f ja auf dem ganzen Definitionsbereich streng monoton fallend sein. Und das stimmt aber nicht. Ja, das ist anders wie bei einer Nullstelle, die man sozusagen da übergeht. Wenn man eine Definitionslücke hat, kann die Funktion ziemlich wüste Sachen machen. Wie sieht denn der Graph von f aus? Der Graph von f würde so aussehen. Ja, wir sehen tatsächlich, in jedem der beiden Bereiche ist die Funktion streng monoton fallend. Ja, es geht hier jeweils runter. Aber ich kann nicht sagen, f wäre auf dem ganzen Definitionsbereich, also r ohne 0, streng monoton fallend, weil das würde ja bedeuten, wenn ich größere x-Werte einsetze, muss ich kleinere Funktionswerte haben. Ja, streng monoton fallend heißt ja, größere x-Werte gleich kleinere Funktionswerte. Stimmt hier aber nicht. Wenn ich minus 2 und 2 vergleiche, bei minus 2 bin ich negativ, bei 2 bin ich positiv, also ist der Funktionswert größer geworden. Das funktioniert aber nur, wenn da eben so eine Definitionslücke ist. Das erlaubt sozusagen der Funktion neu anzusetzen. Deshalb ganz wichtig, dass man versteht, zuerst die Definitionslücken ausmachen, dann die Nullstellen bestimmen und sich dann ein Bild von der Funktion mithilfe der Monotoniebereiche machen. Wenn du jetzt noch weitere Videos suchst, in denen erklärt wird, wie man aus der Ableitung einer Funktion
mehr über die Funktion selber erfahren kann, dann habe ich dir hier meine Playlist verlinkt, Untersuchung von Funktionen. Da wird das alles geklärt.